Hey Leute, hier ist Anzu und ich bin jetzt in Berlin-Tegel am Flughafen und fliege in einer knappen Stunde. Was ist die Zeit? Ich habe keine Uhrzeit, keine Ahnung. Ich bin eben durch den Check-in und ich durfte einmal mein komplettes Handgepäck ausräumen, weil ich halt Festplatten und einen Laptop und mein Nintendo DS und mein Surface und ach, keine Ahnung, alles drin hatte. Und ja, das war irgendwie zu viel Elektrozeug und dann musste ich alles einmal ausräumen und dann alles wieder einmal einräumen. Aber jetzt bin ich hier und jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass es dann gleich losgeht. Und ja, die Aufregung hält sich irgendwie noch in Grenzen. Ich hätte gedacht, dass ich heute aufgeregter bin, aber oh, keine Ahnung, so richtig realisieren tue ich es eben immer noch nicht. Und dann ja, bin ich jetzt durch den Flugzeug und dann geht's erstmal nach Helsinki. Und in Helsinki steige ich dann um und dann geht's direkt durch nach Tokio. So, ich bin jetzt in Helsinki angekommen. Der Flug ging relativ schnell vorbei. Ich hoffe, dass der Flug nach Tokio gefühlt genauso schnell vorbeigeht, auch wenn es irgendwie über 9 Stunden sind. Und ja, ich bin eigentlich recht müde, weil ich echt früh aufgestanden bin und eigentlich bin ich ganz froh darüber. Deswegen hoffe ich, dass ich dann im Flugzeug ein bisschen schlafen kann, dass wenn ich dann ankomme, sozusagen wach bin. Weil wenn ich ankomme, ist ja früh morgens und in Deutschland ist es eigentlich mitten in der Nacht, irgendwas um 1 oder um 2 oder so. Deswegen hoffe ich, dass es irgendwie klappt, dass ich dann im Flugzeug ein bisschen schlafen kann. Der 9-Stunden-Flug kommt jetzt also. So, ich bin im Flugzeug und gehe gleich los. Das ist voll. Also, ich habe ein Kissen bekommen. Und sogar Kopfhörer und sogar eine. Und Wasser haben sie auch bereit bestellt. Das ist so gut, weil ich habe den ganzen Tag viel zu wenig getrunken, weil ich halt das Trinken mitnehmen darf. Und jetzt geht's los. Und in 9 Stunden und 40 Minuten komme ich erst an. Ich bin jetzt zwar sehr gespannt, wie lange mir dieser Flug dann wirklich vorkommt. Schon Flug sind jetzt rum, ich habe es geschafft, ich bin jetzt angekommen und ich bin durch die ganze Immigrationssache durch, das hat eben ewig nochmal gedauert, ich musste dann nochmal eine Weile warten und nach, keine Ahnung, aber es hat jetzt alles geklappt und ich bin jetzt durch. Tja, jetzt habe ich meinen riesen Berg an Koffern hier bei mir und jetzt warte ich noch auf einen Kommiliton sozusagen und wir wollen dann zusammen, also wir sind ja jetzt in Tokio, und wir wollen zusammen mit dem Bus dann nach Kofu fahren. Und auf den warte ich jetzt und dann buchen wir sozusagen das Busticket und dann müssen wir noch mal so 2-3 Stunden warten, bevor der Bus überhaupt kommt und dann fahren wir noch mal 4 Stunden mit dem Bus. Das heißt, ich bin irgendwann, also jetzt ist es 9.45 Uhr oder sowas, also es ist früh. Ich habe übrigens kein bisschen geschlafen, weil irgendwie andauernd über Licht an war oder hier was geruckelt hat oder dann war ich kaum eingeschlafen. Auf einmal gab es irgendwie ist so eine Durchsage von wegen so, ja, ist hier irgendjemand Arzt an Bord? Und denkst dir erstmal so, wenn du schlafen willst, so, ja, super, jetzt wird ein Arzt gebraucht. Okay. Aber auf jeden Fall hat alles geklappt, wir sind gut angekommen. Und wie gesagt, habe ich kein bisschen geschlafen und ich mache jetzt einfach durch bis dann irgendwann heute Abend, was dann in Deutschland so gefühlt mittags ist am nächsten Tag. Das heißt, ich bin dann über 24 Stunden am Stück wach, aber schlafe dann einfach ganz viel und hoffe, dass das dann irgendwie funktioniert. Ja, es ist ganz lustig hier. Also es ist halt, Flughafen ist halt immer so ein bisschen Niemandsland, habe ich so das Gefühl. Ein Flughafen sieht überall gleich aus, deswegen bin ich jetzt noch nicht so geflasht, aber es ist schon irgendwie cool, wenn man überall diese Zeichen sieht und vor allen Dingen, wenn man die Zeichen auch so zu 50% lesen kann. Das ist übrigens cool. Und, also nicht lesen, aber verstehen. Dann gehen wir jetzt Geld holen.
ich habe jetzt japanisches Geld und ich war eben am Bankautomaten und wollte Geld abholen und habe halt mich gewundert, warum ich kein Geld abholen konnte. Und jetzt habe ich festgestellt, ich wollte 1000 Euro abholen und so viel ist nicht auf meinem Konto. Aber jetzt habe ich sozusagen 100 Euro und das sind 10.000 Yen. Und jetzt gehen wir ein Busticket kaufen. Ich habe gerade japanische Getränkautomaten gefunden. Yay! Und sie haben Kalbis! Aber ich habe noch kein Kleingeld. Ich hoffe, man sieht mir nicht an, wie fertig ich eigentlich bin. Es ist mega warm hier. Aber ich habe jetzt auch mein Busticket. Um 13.30 Uhr geht's los. Und es ist jetzt immer noch 10.22 Uhr. Also das heißt, wir haben jetzt noch 3 Stunden, bevor der Bus dann losgeht. Keine Ahnung, was wir hier dann noch machen. Aber jetzt ist erstmal alles sicher. Also ich habe meine Fahrt und ich komme auch irgendwie an. Und ich habe Geld und läuft. Jetzt habe ich übrigens auch Kleingeld. Und jetzt suche ich mir nochmal so einen Automaten und dann hole ich mir, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, das, was ich euch eben gezeigt habe. Yay, hier gibt es Kalbis und das hole ich mir jetzt. Das kostet 160 Yen, sind umgerechnet irgendwas um die 1,50 Euro oder so. Und ich habe jetzt hier, das wird nicht scharf, egal, ich habe jetzt hier 500 Yen. Okay, ich schmeiße jetzt das Geld rein. Und dann wähle ich Kalbis aus. Und dann kommt es hier raus. Und da ist mein Lustigen. Yay. Noch mehr Yen. Yay. Also ich weiß selber nicht genau, was es ist. Es ist aber mega lecker. Ich glaube, es ist irgendwas mit Milch drin. Ah ja, doch, hier Milch. Das heißt Milch, das kann die. Also, ich bin jetzt in Narita Airport schon eine Weile hier angekommen und ich hatte im Flugzeug nach Helsinki schon diesen Moment so, okay, verdammt, ich fliege jetzt wirklich nach Japan. Aber ich hatte jetzt noch keinen richtigen Fuck, ich bin in Japan-Moment, weil ich halt einfach noch am Flughafen bin und am Flughafen ist alles so international. Ich hoffe, das kommt dann irgendwie in der Busfahrt oder wenn ich dann in Kofu bin. Aber bisher, weiß nicht, es ist alles noch ziemlich normal, alles noch ziemlich unspektakulär. Bis auf das Kalbis war gut. Habt ihr die Schulklasse gerade gesehen? Oreo-Bett! Das weckt irgendwie Erinnerungen. Und das hier ist alles irgendwie so total Japan. Ich glaube nicht, dass es das irgendwo anders zu kaufen gibt. Okay, epic fail. Hier im Laden ist das Kalbis günstiger als in den Automaten. Aber wer hätte es gedacht? Okay, also hier gibt es Onigiri. Und ich bin gerade auf der Suche nach was zu essen. Ich glaube, ich werde davon welche mitnehmen. Aber es gibt auch KitKat. Und zwar die allerbeste der allerbesten Sorten. Wobei das auch eine ist, die ich noch gar nicht probiert habe. Und die sind voll günstig im Vergleich zu, wenn man die irgendwo in Deutschland kaufen möchte. Ich habe Geld mit Löchern bekommen. Und die 1-Yen-Stücken fühlen sich an wie Plastik. Und jetzt geht's gleich nach Kofu. Sieht irgendwie aus, als könnte Totoro darin gehen.
Gott, ich bin jetzt endlich da. Wir mussten erst ewig noch das ganze Gepäck durch die Gegend tragen. Dann sind wir irgendwie mit dem Bus durch die Gegend gefahren. Und dann waren wir erst beim International Office. Und die haben uns aber zum Glück zum Wohnheim jetzt gefahren. Und jetzt bin ich... Ups. Und jetzt bin ich da. Und ich bin total geschafft. Man sieht es mir bestimmt an. Ich habe Überschweiß und bin total eklig. Und ich möchte gerade eigentlich nur noch duschen und Zähne putzen. Das ist das Einzige, was ich möchte. Und ja, es gibt schon einige Kleinigkeiten, die Probleme machen, glaube ich. So, ja, ich habe jetzt gerade noch Bettzeug bekommen. Aber, also das erste Problem ist, meine Adapter passen nicht in die Steckdosen. Und das zweite Problem, eigentlich gibt es kein Problem. Ich muss nochmal gucken, ob ich jetzt irgendwie an Geld komme. Und dann muss ich nochmal schauen, dass ich irgendwie nochmal Internet bekomme, damit ich wenigstens meinen Eltern und so Bescheid sagen kann, dass ich lebe und dass ich gut angekommen bin. Und ja... Aber ich bin erstmal froh, dass ich da bin und irgendwie ist heute Abend dann auch noch so eine Willkommensparty, aber ich gehe jetzt erstmal duschen und Zähne putzen und danach sehen wir weiter. Aber ich denke, ich werde das Video hier einfach beenden, weil ich jetzt auch erstmal meine Ruhe haben will und wir sehen uns sehr bald wieder, denke ich mal, sobald ich halt Internet habe. Aber wenn ich Internet habe, dann seht ihr halt auch dieses Video und deswegen, wenn ihr dieses Video seht, sehen wir uns bestimmt sehr bald wieder. Das heißt, ab demnächst gibt es also wirklich Videos aus Japan und eigentlich ist dieses schon ein Video aus Japan teilweise. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr das nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video. Okay, es gab jetzt nochmal eine kleine Planänderung. Wir sind spontan in den Kombini gefahren. Aber es gab unten eine Kiste mit Sachen, die die vergangenen Studenten sozusagen hier gelassen haben. Also die sie nicht mehr haben wollten oder so. Und da durften wir uns was von nehmen und da waren ganz viele Süßigkeiten dabei. Und schaut mal, was ich jetzt alles habe. Von die KitKat. Ich hoffe, wir haben irgendwie eine Mikrowelle oder so. Das wäre so geil. Aber jetzt dann erstmal wirklich tschüss und ich habe euch alle lieb und ich vermisse euch jetzt schon.